Es ist die dritte Veranstaltung in dieser Reihe und auch die letzte. Drei Campus von der Fachhochschule Ost, damit auch drei Veranstaltungen. Die Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Appenzell hat schon seit Jahren den Prozess zu einer Zusammenführung von diesen drei Top-Schulen, NTB, HSR und FHS St. Gallen, unterstützt und auch forciert, um eben auf dem, im Wettbewerb von dieser Bildungslandschaft Schweiz einen Schritt nach vorne zu machen und sich auch können zu behaupten. Wir sind überzeugt, dass die Fachhochschule Ost ganz einen wichtigen Beitrag kann und wird leisten in der Bereitstellung von Fachkräften, von Top-Fachkräften für die Ostschweizer Wirtschaftslandschaft, aber auch für die Innovationskraft. Und für das sind sie insbesondere tätig in der Lehre und in der Forschung. Und da dazu würde ich ganz herzlich begrüßen, bitte die nächste Folie. Ganz kurz noch, bevor ich aufs Programm gehe, wir zeichnen die Veranstaltung auf, weil wir sie da und dort während als über Social Media auch verbreiten, weil es uns ja ein Anliegen ist, eben die Fachhochschule Ost als Bildungsstätte und Forschungsstätte für die Ostschweizer Wirtschaft können auch breiter bekannt zu machen. Sie sind auf Stumm geschaltet, bitte Sie auch da wie übliche Videocalls auch so festzuhalten, damit wir keine Rückkopplungen haben. Fragen bitte in Chatfunktion. Chatfunktion, wer weniger Teams-affin ist, die ist oben rechts in dem Button, Sie sehen oben rechts das rote Feld verlassen und dann haben Sie verschiedene Symbole. Das zweite oder das dritte von rechts ist das Mikrofon, das vierte ist die Kamera. Sie können die Kamera einschalten oder abgeschaltet haben, mindestens bei Fragen und im Dialog. Nachher sind wir froh, wenn Sie die Kamera angeschaltet haben und dann haben Sie nachher das Handy, wo Sie können auch ein Signal geben, Sie würden gerne etwas sagen oder eben, und dann kommt die Sprechblase, da ist die Chatfunktion, tun Sie Fragen während dem Vortrag dort, dann kann man allenfalls schriftlich schon Antworten geben oder die in der Fragerunde, die dann um 07.08.15 starten, 08, genau. Würden wir darauf zurückkommen. Jetzt bitte die nächste Folie. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dr. Daniel Seelhofer, Rektor von der Fachhochschule Ost, Frau Professor Dr. Marion Pester, Leiterin Standort St. Gallen und Departementsvorsteherin Wirtschaft, der Herr Professor Dr. Luc Bläser, Leiter Departement Informatik in Rapperswil und der Herr Alessandro Scro, der ihn heute entschuldigen, er hat Hirnerschütterung ist, geht am besten, aber er ist heute noch in Genesung und ist eher vertreten. Der Jan Riss, auch der Jan Riss ist Volkswirt und ist bestens kompetent, um die Wirtschaftsaussichten 2021 für die Ostschweiz können zu beleuchten. Wir kümmern uns jetzt aber 60 Minuten um die Fachhochschule Ost. Ich freue mich sehr, ich würde gerne das Wort übergeben, der Dani Seelhofer, bitte. Ja, danke vielmals, Markus, für die Einführung. Guten Morgen, geschätzte Damen und Herren. Immer die erste Frage bei allem, was mit Teams zu tun hat. Sieht man mich, hört man mich? Gehen davon aus, Sie sehen unseren Foliensatz jetzt auf Ihrem Bildschirm. Das Motto heute, Wirtschaft trifft Ost. Unsere digitale Roadshow von der IHK oder gemeinsam mit der IHK, heute Standort St. Gallen. Was Sie hier sehen, ist unser schönes Gebäude, das kennen Sie sicher, gerade beim Hauptbahnhof in St. Gallen. Ich werde folgendermaßen vorgehen, ganz eine kurze Einführung von meiner Seite, wo auch den Fusionsprozess kurz beleuchtet. Und dann ist aber der Hauptteil heute natürlich um das Departement gerollt. Da beleuchten wir drei Sachen. Einerseits den Standort in St. Gallen, also in der Breite. Dann vertieft das Departement Wirtschaft. Und auch, weil es ja ganz neue Möglichkeiten jetzt bietet in St. Gallen, das Departement Informatik. Ich werde die Einführung, wie gesagt, kurz halten, möchte aber gerne auf ein paar Sachen gleich hinweisen. Wir sind deutlich gewachsen, sind aber nach wie vor eine kleine Fachhochschule. Das sehen wir als Stärke. Wir sehen das als eine Möglichkeit, um sehr nahe an der Wirtschaft
auch sage ich, an der Gesellschaft in unseren Fachbereichen zu sein, an den Studierenden, wo man eng kann zusammenarbeiten kann, wie bisher, mit noch mehr Möglichkeiten, die sich bieten, jetzt durch die Fusion. Wir haben zusammengeschlossen etwa 3700 Studierende mit einem Frauenanteil von 36% im Moment, wobei das fachbereichsspezifisch natürlich schwankt. Es ist mehr im sozialwissenschaftlichen Bereich, weniger in der Technik. Es sind insgesamt alles in allem etwa 1800 Köpfe, die da betroffen sind. Und wir sind an diesen drei bekannten Standorten, Bux, Rapperswil-Jona und eben St. Gallen. Wichtig sicher aus unserer Sicht, in diesen 34 Instituten und Zentren, die wir führen, werden über 1000 Forschungsprojekte mit Praxispartnern jeweils bearbeitet. Ganz kurz aufs Trägergebiet. Ich gehe davon aus, das ist Ihnen durchaus bekannt. Nochmal als Reminder, unser Konstrukt ist ja nicht ganz einfaches. Wir werden von 6 Schweizer Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein getragen, wo aber sehr gut die Ostschweiz eben abbildet und darum der Name Ost auch sehr passend ist. Und da tun wir jetzt Kanton Schweiz einfach auch dazu zählen. Folgendermaßen sind wir jetzt organisiert. Wir haben ein Weiterbildungszentrum, das ist direkt beim Rektorat, also bei mir angehängt. Das ist da das WBZ, wo man in der Mitte sieht. Dann 6 Departemente, Architektur, Bau, Landschaft, Raum, Gesundheit, Informatik, soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Und für die Themen, die sich nicht an einem Fachbereich zuordnen lassen, eine sogenannte Fachabteilung, also eine leicht kleinere Organisationseinheit, interdisziplinäre Querschnittsthemen, abgekürzt IQT, wo die breiten, disziplinenübergreifenden Themen einerseits verantwortet, wo in Zentren zusammengefasst sind und andererseits eben auch Departement soll helfen verknüpfen, um die interdisziplinäre Zusammenarbeit da zu beführen. Standortleitungen sind so vergeben, dass das in Rapperswil-Jona Professor Dr. Margit Mönicke macht, wo das Departement ABLR führt. In Bux ist der Professor Lothar Ritter und in St. Gallen, wie bereits angetönt und wo er nachher wird ausführen dazu, Frau Professor Dr. Marion Pester. Das ist Ihnen ebenfalls, gehe ich davon aus, ein Stück weit bewusst. Aber wenn man zusammenfasst, was wir machen, dann sind das eigentlich zwei ganz wichtige Bereiche. Das eine ist, wir bilden Fach- und Führungskräfte aus, gerade auch für Sie. Und wir tun Wissens- und Technologietransfer betreiben. Da vielleicht speziell zu erwähnen, ich glaube, da kommt auch dann in der Darstellung vom Departement Wirtschaft nochmal etwas dazu. Aber Sie haben auch Möglichkeiten bei uns, wenn Sie noch nicht sicher sind, ob sich ein richtiges Anführungszeichen Forschungsprojekt mit uns lohnt oder Sie uns noch nicht einen Auftrag geben für Dienstleistungen. Sie haben immer auch die Möglichkeit, interessante Themen beleuchten zu lassen im Rahmen von einer Bachelor- oder Masterarbeit. Da machen wir sehr viel und das sind gescheite Leute, die Ihnen etwas Gutes rausschaffen. Zum Fusionsprozess. Die Frage ist ja immer, wieso muss man die drei erfolgreichen Schulen zusammenschliessen? Es hat einführend bereits der Leiter von der IHK, der Markus Benziger, darauf hingewiesen. Es entstehen neue Möglichkeiten daraus. Einerseits durch die Multiplikation von dem Wissen, das an allen Standorten vorhanden ist. Durch den Abbau von Organisationsbarrieren ist es auch viel einfacher und das merken wir auch wirklich sehr stark im täglichen Arbeiten. Es ist viel einfacher zum Zusammenarbeiten. Wir können Marktbedürfnisse besser befriedigen. Ein gutes Beispiel da ist der Studiengang Informatik, den wir neu in St. Gallen anbieten können. Das ist ein sehr etablierter Studiengang, schweizweit bekannt, mit einem hervorragenden Ruf. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit jetzt auch im Raum St. Gallen. Unsere Praxisnähe war vorher sehr hoch, die soll weiterhin sehr hoch sein. Und durch die Synergien, die aus dem entstehen und ist ein Stück weit in den nächsten Jahren auch noch durch zielte Internationalisierung, nicht als Selbstzweck, sondern um den jungen Leuten eine Möglichkeit zu bieten, ihren CV aufzuwerten im Hinblick auf ihre Arbeitsmarktfähigkeit, wenn wir auch unsere Attraktivität für die Studierenden, aber eben auch für sie als Arbeitgebende weiter steigern. Und schlussendlich, was gleich bleibt und was für uns extrem wichtig ist, wir wollen die hohe Anwendungs- und Transferorientierung, wo sie sich bereits gewöhnt sind, beibehalten, zu ihrem Nutzen und damit wir einen Beitrag leisten können, auch
für Sie Ihrer Entwicklung. Fusion ist auch eine Herausforderung, das können Sie sich sicher vorstellen. Wir tun drei unabhängige, rechtlich selbstständige Hochschulen und noch ihren früheren Mantel rundherum, die sogenannte FHO, die Fachhochschule Ostschweiz, wo an drei Standorten in sehr unterschiedlichen Regionen sind, habe ich auch lernen, mit den drei eigentlich mehrheitlich inkompatiblen Systemen, nicht das gleiche ERP, nicht die gleiche Studierendenadministrationssoftware und so weiter. Und vor allem auch, eigentlich das Wichtigste, drei recht verschiedene Hochschulkulturen. Die sind tätig in 5 Fachbereichen mit 22 Studiengängen, 32 Instituten, die 1800 Mitarbeiter, die ich erwähnt habe. Und das Bildungs- und Forschungsverständnis ist zum Teil sehr verschieden. All das müssen wir jetzt zusammenführen. Eine Hochschule, die an drei Standorten vertreten ist, mit einheitlichen Regelungen und Systemen und einer einheitlichen Ostkultur. Wir sind seit 18 Monate jetzt in meinem Fall am Arbeiten da. Die Hochschulleitung und der Hochschulrat haben am 1. Januar 2020 den Betrieb aufgenommen, die Ost selber, offiziell als Ost am 1. September letztes Jahr. Sie können sich vorstellen, dass der Prozess darum noch nicht abgeschlossen ist. Der wird uns die nächsten paar Jahre noch begleiten. Wir sind in Anbetracht von der Tatsache, dass wir ja das Corona-Jahr, das erste, muss man sagen, Corona-Jahr hinter uns haben, sind wir sehr zufrieden damit, was bisher erreicht worden ist. Unsere Leute sind wahnsinnig im Schuss, haben hervorragende Mitarbeitende, die sich extrem einsetzen und trotz dieser Erschwernis darum wir eigentlich da auf Kurs sind, größtenteils. Wir verfolgen die nächsten 4 Jahre 4 strategische Stoßrichtungen. Das ist vom Hochschulrat im Zusammenhang mit dem sogenannten Leistungsauftrag, also unserem Mehrjahresbudget vom Kanton, so bestimmt worden. Die erste Stossrichtung ist Profilbildung. Wir müssen zeigen, für was wir stehen. Wir wollen die beste Ost für die Ostschweizer Gesellschaft, Wirtschaft und Politik sein. Und das muss man jetzt ein bisschen Fleisch und Knochen geben in der nächsten Zeit, was das genau heisst. Ein Beispiel haben Sie letzte Woche vielleicht mitbekommen, wo wir in der Presse sind, relativ breit, mit unserer Initiative im Bereich künstliche Intelligenz. Das ist ein Teil von der Profilbildung. Wir müssen auch wachsen, weiter wachsen. Und zwar nicht, weil wir uns schämen, dass wir die zwei kleinsten Fachhochschulen sind. Im Gegenteil, wie ich gesagt habe, das ist eigentlich eine Stärke. Aber es gibt Bereiche, wo wir keine kritische Größe haben. Und da wir in den nächsten Jahren nicht mit mehr finanziellen Mitteln rechnen, wie das alle Hochschulen betrifft, was Sie wahrscheinlich auch nicht überrascht, brauchen wir zum Teil die sogenannten Skaleneffekte, um da effizienter werden. Dazu gehört auch, dass wir unsere Mittelflüsse probieren zu optimieren und natürlich, wie immer in einer Fusion, eben darum die Effizienz steigern. Es ist noch nicht ganz abgeschlossen, der Prozess. Wir gehen davon aus, dass der Hochschulrat unsere Strategie Ende April verabschiedet. Sie ist verschiedentlich diskutiert worden auf unterschiedlichsten Stufen in der Hochschule. Und die Elemente, die ich hier darstelle, die zeichnen sich eindeutig ab. Wir möchten einerseits die vorhin hat es geheißen, praxisorientiert ist. Wir reden jetzt von transferorientiert ist. Hochschule von der Schweiz sein. Möchten durch das sehr hohe Nähe zu unseren Anspruchsgruppen pflegen. Näher als andere, einfacheren Zugang, schnellere Antworten. Möchten es auch interdisziplinär arbeiten, um die Stärken von den verschiedenen Fachbereichen zusammenbringen zu ganzheitlichen Lösungen für unsere Partner und Kunden. Damit wir das machen können, brauchen wir die besten Leute und darum müssen wir eine attraktive Arbeitgeberin sein. Und um auch Studierende können bewegen, dazu bei uns zu studieren, nicht beispielsweise in den Raum Zürich abzuwandern und dann hoffentlich eben später auch eine Stelle in der Ostschweiz anzunehmen, brauchen wir auch eine moderne Didaktik und Lehr-Lern-Infrastruktur. Das ist ein Teil von der IT-Bildungsoffensive vom Kanton St. Gallen, unser Projekt daraus. Das erste Teilprojekt beschäftigt sich mit dem Punkt 5. Und schlussendlich möchten wir national eine Leaderin werden im Bereich von der angewandten künstlichen Intelligenz, die sogenannte breiten AI, wie das in der Presse genannt worden ist. Und auch, wie wir die kann verknüpfen mit unseren anderen thematischen Stärken, sodass eigentlich alle, die bei uns rauskommen, wissen, wie man die Technologien kann einsetzen kann, auf ihre Art. Sie müssen für das nicht können programmieren, aber Sie müssen fundamentale Konzepte verstehen. Und da haben wir sehr viele Stärken. Unsere Informatik hat Stärken in diesem Bereich, unsere Technik hat Stärken in diesem Bereich und unser neues Zentrum bringt das zusammen.
Damit ist meine kurze Einführung schon bereits vorbei und ich übergebe jetzt sehr gerne der Standortleiterin Marion, du bist dran. Dani, vielen Dank und auch von meiner Seite herzlich willkommen und guten Morgen miteinander. Ja, Sie sehen hier das Bild von unserem Fachhochschulzentrum in St. Gallen und das ist heute mehrfach schon erwähnt worden. Das ist knapp 90 Meter hoch. Der ein oder andere mag sich das vielleicht schon mal gefragt haben. Im Sockelgeschoss haben wir die ganzen Seminar- und Gruppenräume, wir haben die Mensa drin, wir haben Cafeteria, Bibliothek, das, was dann im Turmgeschoss ist, sind die Institute und Verwaltungseinheiten. Jetzt gucken wir uns aber mal an, wo ist denn die Ost und der Standort noch in St. Gallen? Und da ist es so, dass wir neben dem Fachhochschulzentrum tatsächlich in der Stadt verteilt verschiedenste Standorte haben mit den unterschiedlichsten Themenfeldern. Sie sehen, wir sind am Neumarkt in der City, wir sind an der Hauptpost, das ist die Architekturwerkstatt, die Pavillons, Werft 31 und draußen die Waldau. All diese Räumlichkeiten gehören zum Fachhochschulzentrum. Wenn wir auf die nächste Seite schauen und jetzt ein wenig durchblättern, die Werft 31, das ist ein, ja, ich würde sagen, eine Ideenwerkstatt. Ein Loft, das man auch mieten kann, in dem man tatsächlich kreativ arbeitet, in dem zum Beispiel Workshops und Seminare für Design Thinking angeboten werden, in dem sehr flexible Räumlichkeiten da sind, die auch Kreativität unterstützen sollen. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, sieht man nochmal einen Kreativraum, nämlich die Architekturwerkstatt. Wir haben dort zum Beispiel eine Holzwerkstatt, eine Gipswerkstatt, sehr professionell ausgestaltet. Dort arbeiten Studierende, Architekturstudierende tatsächlich am Objekt und fertigen eigene Prototypen an. Ein weiterer Raum ist die Waldau. 2005 hat damals ja die NTB in Bux die Ingenieursausbildung in St. Gallen übernommen. Jetzt kann man sagen, es kommt wieder zusammen, was zusammen gehört. Jetzt sind wieder alle in der Ost vereint. Aber seit über 15 Jahren gibt es in der Waldau eine Ausbildung mit professionellen Laboren, Werkzeugen nach Industriestandard. Und schließlich, und das zeigt auch die Breite des Bildes, am Neumarkt haben wir eine klinische Umgebung, wo die Kollegen von der Gesundheit tätig sind und ihre Clinical Assessments machen, ihre Ausbildungen machen, Prüfungen gemeinsam zum Teil auch mit dem Kantonsspital und weiteren Spitaleinrichtungen. Also wenn Sie dort reingehen, denken Sie, Sie sind im Krankenhaus, im Spital. Der Standort St. Gallen ist der einzige Standort der Ost, Stand heute, wo tatsächlich alle 6 Departemente schon vertreten sind. In unterschiedlichem Ausmaß, aber alle 6 sind am Standort da. Wir haben mit der Architekturwerkstatt das Departement Architektur, wir haben die Gesundheit, wir haben jetzt neu, und dazu wird gleich mein Kollege Luc Bläser noch ausführen, die Informatik mit an Bord. Wir haben die soziale Arbeit als ein großes Departement, die Technik in der Waldau und mein Departement die Wirtschaft. Ich möchte auf der nächsten Seite nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, jetzt erstmal im Überblick. 15 Bachelor- und Master-Ausbildungen haben wir am Standort. Etwa 300 Mitarbeitende, 15 Forschungsinstitute, die interdisziplinäre Fachabteilung IQT, von der Daniel Seehofer gesprochen hat, hat ihren Sitz auch in St. Gallen, die Bibliothek und knapp 1700 Studierende. In St. Gallen ist der Frauenanteil etwas höher, das hat man gerade gesehen, knapp 60%. Das liegt vor allen Dingen an den Studiengängen, an den großen Studiengängen Gesundheit und soziale Arbeit. Ich möchte jetzt hier bei diesen Darstellungen nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen. Das ist ein wenig auch zum Nachlesen oder als Anregung, aber vielleicht so ein paar Highlights, die ich herausgreife. Beim Thema Architektur, die Architekturwerkstatt haben Sie schon gesehen, geht es vor allen Dingen um das Thema Raum. Raum und Wahrnehmung, Baukultur in der Ostschweiz, es sind konkrete Projekte hier in der Region. Übrigens ein Departement auch wirklich mit nationaler Ausstrahlung. In der Gesundheit gibt es ein Institut, das sich stark mit dem Thema Demenz beschäftigt. Das ist auch in der Region führend an der Stelle. Und es gibt ein Zentrum, das nennt sich Active Assisted Living. Da werden beispielsweise verschiedene
Softwarekomponenten, aber auch Prototypen von Instrumenten entwickelt, die helfen sollen, dass das Leben von Senioren, von älteren Menschen besser sich gestaltet. Da werden auch Simulationen gemacht. Ist also wirklich ganz cool, wenn man sich das mal dort anschaut. Und an der Stelle also an ganz konkreten, auch in Forschungsprojekten, ganz konkreten Themen gearbeitet, die den Alltag und die Lebensumwelt von älteren Menschen verbessern sollen. Zum Thema Informatik gehe ich nicht näher ein, kommt mein Kollege gleich auch noch mal zum Zuge. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, dann sehen wir das Departement Soziale Arbeit, die ebenfalls wie die anderen Departemente einen Bachelor und einen Master anbieten in Soziale Arbeit. Es gibt weiterhin ein Zentrum für Ethik und Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeitsthemen haben in den letzten Jahren, wie alle wissen, deutlich an Zuspruch gewonnen. An der Stelle ist vor allen Dingen die Thematik der sozialen Frage im Mittelpunkt gestellt. Und jetzt im Zusammenhang mit Corona beispielsweise auch die Frage in der Nachbarschaftsunterstützung oder welche sozialen Initiativen im Zusammenhang mit Corona entstanden sind. In der Technik werden zwei Studiengänge angeboten in St. Gallen. Wir haben einmal den Bachelor Wirtschaftsingenieurswesen und den Bachelor Systemtechnik. Aber es gibt auch zusätzlich den Master of Science in Engineering, einen Kooperationsmaster, der an allen Standorten der Ost im Angebot ist. Zwei Institute sind da, einmal das Institut für Innovation, Design und Engineering und zum anderen das Institut für Modellbildung und Simulation. Mit beiden Instituten arbeiten sowohl Wirtschaft wie auch Gesundheit, zum Teil auch soziale Arbeit schon seit vielen Jahren zusammen. Interdisziplinarität am Standort St. Gallen ist schon länger groß geschrieben. Jetzt haben sich aber ganz andere Möglichkeiten noch ergeben, indem einfach die Technik gestärkt wird. Und da versprechen wir uns auch vom Departement Wirtschaft einiges, weil wir einfach an der Stelle Industrieprojekte und auch Industriethemen stärker verfolgen wollen. Zur Wirtschaft gehe ich noch näher ein, soll an der Stelle nicht geschehen, sodass wir auf die nächste Seite weitergehen können. Und nochmal im Überblick sehen, St. Gallen steht für eine große Fülle an Themenvielfalt. Es steht für alle Departemente der Ost. Sie können jedes Thema in St. Gallen platzieren. Sie haben die Ansprechpartner bei uns. Jede Thematik ist von uns auch transportierbar an alle anderen Standorte und Departemente. Und die Interdisziplinarität und die Zusammenarbeit zwischen den Departementen wird von unserer Seite aktiv an der Stelle angegangen. Im Departement Wirtschaft, und das sehen wir jetzt auf der übernächsten Folie, haben wir 5 Studiengänge. Wir haben 3 Bachelor, davon einen neuen, der ab Herbst im Angebot ist. Und wir haben 2 Master mit, Sie sehen hier 15 Majors, das sind die Vertiefungen, also die Spezialisierungen, die wir jetzt auch im letzten halben Jahr auf der Basis der sehr lange schon und sehr erfolgreich eingeführten Studiengänge nochmal re-engineert haben. Wir haben sehr viel investiert jetzt auch in die Aktualisierung und zum Teil auch Digitalisierung der einzelnen Vertiefungen. Da glauben wir, dass wir jetzt ab Herbst nächsten Jahres wirklich nochmal einen großen Schritt vorangegangen sind. Wir haben 3 Forschungsinstitute im Departement Wirtschaft. Im Jahr etwa 50 Forschungsprojekte, mehrheitlich Forschungsprojekte, die gefördert werden von den nationalen Förderinstituten, aber zum Teil auch Auftragsforschung. Insgesamt knapp 600 Studierende. Und es wurde vorhin schon angetönt von Daniel Seehofer, wir haben im Jahr mehr als 200 studentische Praxisprojekte, worauf ich gleich nochmal zu sprechen komme. Insgesamt ist das Departement momentan mit mehr als 2 Millionen Schweizer Franken Drittmittel im Jahr unterwegs. Und wenn wir auf die nächste Seite schauen, das Team, Sie sehen jetzt viele Köpfe, die Fotos sind jetzt nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist eigentlich, was für Personen arbeiten bei uns. Die Ost versteht sich als transferorientierte Hochschule. Das bedeutet, dass Personen, die bei uns arbeiten, tatsächlich auch diesen Transfer leisten können sollen. Und das bedeutet, dass alle, zum Teil sehr langjährige, aber alle eine Praxiserfahrung haben. Wir haben die Hälfte der Mitarbeitenden, knapp 120, sind Professoren und Dozierenden und diese sind alle aus einer Praxisvergangenheit zu uns gekommen und bringen aber auch auf der Basis eines akademischen Hintergrundes jetzt diese beiden Welten zusammen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Transfer auch gelingen kann.
Wenn wir auf die nächste Seite gehen, sehen wir die beiden Bachelorstudiengänge. Ich hatte es bereits angetönt, einmal die Betriebsökonomie mit zwei Studienrichtungen, General Management und International Management, und wir haben die Wirtschaftsinformatik mit zwei Vertiefungen. Die Wirtschaftsinformatik ist ja sozusagen das Bindeglied zwischen Betriebsökonomie und Informatik. Und an der Stelle freue ich mich besonders, dass auch die Informatik zukünftig in St. Gallen vertreten ist, weil wir dann wirklich das gesamte Portfolio anbieten können. Die Wirtschaftsinformatik im Departement Wirtschaft hat zwei Ausrichtungen. Einmal stärker die Managementkomponente, die in Richtung digitaler Geschäftsmodelle geht. Auf der anderen Seite die eher technische Orientierung. In der Betriebsökonomie verschiedenste Spezialisierungsmöglichkeiten, beginnen beim Marketing, geht über die Accounting- und Controlling-Themen. Wir haben einen Ast Banking und Finance, die ganzen Strategie- und digitalen Geschäftsmodellthemen aus betriebswirtschaftlicher Sicht und schließlich das Thema Organisationsentwicklung und wirtschaftspsychologische Themen, die wir neu ausgerichtet haben ab Herbst. Beide Studiengänge sind ab Herbst diesen Jahres auch in Rapperswil im Angebot. Und das ist auch ein Effekt dieser Fusion, dass sich der Markt erweitert hat und wir auch Angebote, wir sagen Bildungsprodukte, auch multiplizieren können und entsprechend auch Skaleneffekte generieren wollen. Wir haben drei weitere Studiengänge. Sie sehen es auf der nächsten Seite. Das ist die übernächste Seite. Gehen wir erstmal auf die Praxisprojekte ein. Oder auf die anderen Studiengänge, vielen Dank. Die Praxisprojekte, mehr als 200 im Jahr, laufen ab wie folgt. Ein Unternehmen hat ein konkretes Problem, eine konkrete Fragestellung, möchte eine Studie machen beispielsweise, eine kleine Marktforschungsstudie, möchte ein Marktbearbeitungskonzept generieren lassen. Dann besteht die Möglichkeit, und das wird begleitet und gemanagt von unserer Wissenstransferstelle WTT von Professor Müller, den vielleicht der ein oder andere kennt und das seit vielen Jahren. Es gibt ein Sondierungsgespräch, ein Auftragsklärungsgespräch und es wird ein studentisches Team zusammengestellt, das begleitet ist von einem Coach unserer Hochschule, wirklich eine professionelle Begleitung. Und die werden im Auftrag des Unternehmens tätig. Diese Praxisprojekte sind ein integraler Bestandteil unserer Studiengänge. Das heißt, die Studierenden müssen diese Praxisprojekte machen. Sie wollen sie auch machen. Und es ist ein echter Mehrwert und wirklich auch ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu vielen anderen Hochschulen in der Schweiz, dass wir diese Dichte und diese Menge an konkreten, praktischen Fragestellungen im Studium bearbeiten lassen. Zum Nutzen der Studierenden, aber es soll natürlich auch zum Nutzen von den Unternehmen sein. Und wir machen im Nachgang auch immer Briefings und Debriefings. Das heißt, wir hören uns an, wie hoch ist der Nutzen, der erzeugt worden ist, wie zufrieden sind Sie als Auftraggeber. Die Daten und Fakten seit 2006 sind hier kurz aufgeführt, also knapp 900 Praxisprojekte, knapp 600 Unternehmen und Organisationen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Sie sind vornehmlich aus der Ostschweiz. Aber wir haben auch nationale Kunden, würde ich sagen. Und zum Teil gibt es auch internationale Projekte, vor allen Dingen mit Unternehmen und mit Universitäten gemeinsam in den USA und in China. Einmal im Jahr gibt es den Young Leader Award, eine traditionelle Veranstaltung in der Turnhalle in St. Gallen, die dieses Jahr oder letztes Jahr erstmalig virtuell durchgeführt werden musste. Auch da haben wir viele neue Erfahrungen gesammelt, war ein ganz eigenes Event, aber wir freuen uns alle drauf, wenn es vielleicht dann doch im Herbst auch wieder in physischer Präsenz stattfinden kann. Die anderen drei Studiengänge, die Sie jetzt auf der nächsten Seite sehen, sind zum einen der Bachelor Management und Recht, der neu eingeführt wird und der, wie jetzt die Informationsveranstaltungen zeigen, sich also sehr guten Zuspruches bedient. Wir haben drei Vertiefungen im Bachelor Management und Recht. Das sind einmal die ganzen arbeitsrechtlichen Themenfelder. Wir haben das Themenfeld IT Governance und Security, was ein wirklich state-of-the-art, riesengroßes neues Thema ist mit viel Bedarf auch im Markt. Und wir haben das Thema Prozessrecht und Verwaltungsrecht.
Darunter fällt beispielsweise auch Baurecht, darunter fällt Umweltrecht, also viele Themen, die jetzt nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in den Unternehmen von Belang sind. Unsere beiden Master sind Kooperationsmaster mit zwei Fachhochschulen, weiteren Fachhochschulen in der Schweiz, die aber in St. Gallen und Wirtschaftsinformatikseitig in Zürich durchgeführt werden. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, auch in Anbetracht der Zeit. Wenn wir uns auf die nächste Seite begeben, möchte ich gerne noch zwei, drei Sätze sagen zu unserer Weiterbildung. Die Studiengänge, die wir anbieten, sollen für Sie zukünftige Fach- und Führungskräfte ausbilden. Diejenigen, die bei Ihnen aber schon in den Unternehmen tätig sind, für die ist unsere Weiterbildung im Angebot. Und wir haben sowohl auf der Management-Seite einen Executive MBA, den EMBA, der im Bereich Business Administration angesiedelt ist und vor allen Dingen für Personen, die keine betriebswirtschaftliche Grundausbildung haben, geeignet ist. Hier versprechen wir uns aus der Fusion natürlich auch sehr viel neue Ansatzpunkte, gerade weil wir auf den Bedarf dann der technisch ausgebildeten Absolventen noch stärker eingehen werden. Wir haben daneben einen, das sind jetzt wirklich nur Beispiele, es ist ein ganzes Portfolio, einen MIS in Business Information Management, der sehr gut geeignet ist, um auf der Basis einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung sich mit den digitalen Themen verstärkt zu beschäftigen. Wir haben aber auch fachspezifische Weiterbildung. Ein Beispiel sei hier genannt im Bereich Banking und Corporate Finance. Wir sind hier sehr stark im Bereich der Kundenseite unterwegs, sowohl was die Privatkunden wie auch die Firmenkundenseite betrifft, aber auch bei den ganzen neuen digitalen Themen. Und ein kleiner und wichtiger Schwerpunkt ist das Thema Blockchain und Kryptowährungen. Hier hat sich ein echtes Kompetenzcenter herausgebildet, das wir auch in der Weiterbildung zum Einsatz bringen. Viele weitere, auf die ich nicht näher eingehen will, vielleicht nur der Hinweis, wir konfektionieren auch Weiterbildung. Also wenn Sie oder Ihr Haus Interesse haben sollten, konkret ein Thema in-house durchführen zu lassen, auch das ist möglich und wird vielfach erprobt. Jetzt auf der nächsten Seite ein kurzer Blick auf die drei Forschungsinstitute, die der Kern des Departements und das Herz des Departements sind. Die drei Forschungsinstitute bieten die Dienstleistung und die Forschungsprojekte für Wirtschaft und Industrie an. Wir haben einmal das Institut für Unternehmensführung mit all den Spezialisierungsthemen, die ich vorhin beim Studiengang der Betriebsökonomie vorgestellt habe. Wir haben das Institut für Prozess- und Informationsmanagement, die sehr stark alle Digitalisierungs- und Wirtschaftsinformatik-Themen bedienen. Dort haben sich Schwerpunkte herausgebildet in den letzten Jahren im Bereich Health, im Bereich Geschäftsmodelle, im Bereich Regionen, Digitalisierung. Darauf gehe ich gleich mit zwei Beispielen noch näher ein. Und wir haben schließlich das IQB, das Institut für Qualität. Dort können Sie Zertifizierungen erarbeiten lassen. Sie können Marktforschungsergebnisse für sich generieren lassen, ERFA-Gruppen, aber eben auch einen starken Ast im Bereich HR und Change Management. Unter anderem auch mit dem Thema HR Analytics. Hier sehen wir auch wieder diese Verbindung durch die Digitalisierung in allen Bereichen mit den stärker technisch geprägten und informatiklastigen Themenfeldern und Disziplinen. Zwei Beispiele möchte ich zum Abschluss noch kurz erläutern. Hier sehen Sie nochmal die Unternehmen, mit denen wir unterwegs sind oder unterwegs waren in den letzten Jahren. Es sind viele mehr. Es sind hier Beispiele aufgeführt aus den verschiedensten Branchen und Bereichen. Und zwei Beispiele möchte ich kurz erwähnen, nämlich auf der nächsten Seite ein Digitalisierungsprojekt. Die anderen sind eher zum Nachlesen, damit Sie die Fülle sehen, mit dem Kurznamen PRISM. Worum geht es bei dem Projekt? Wir sind dort mit Geberit unterwegs und M&F Engineering. Ein Projekt, das noch läuft. Es geht um die Frage, wie man den Eingriff, den Menscheneingriff, den menschlichen Eingriff in die automatisierte Produktion optimieren kann. Also wie kann man einen Menschen mit Informationen versorgen, mit Echtzeitdaten und ihn so schulen, dass er in der Lage ist, in eine automatisierte Produktion zwecks Optimierung einzugreifen. Also dieses Ziel, Stillstandzeiten zu reduzieren und möglichst frühzeitig
zu intervenieren, aber nicht zu frühzeitig, dieses Ausbalancieren, das wird mit der Entwicklung von verschiedenen Werkzeugen erreicht. In diesem Projekt werden verschiedene Visualisierungswerkzeuge entwickelt als Prototypen, also zum Beispiel Tablets oder Datenbrillen oder Smartwatches. Und die werden alle in der Realumgebung evaluiert, eingesetzt und unter Realbedingungen getestet. Das ist ein sehr interessantes Projekt, das tatsächlich also zum Thema Produktivitätsfortschritt beitragen soll. Und aus der Wirtschaftsinformatik stammt. Ein zweites Beispiel ganz anderer Art, hier aus dem Bereich Marketing und Handel. Es heißt Pop-up City. Worum geht es an der Stelle? Es geht darum, dass, und das sei mir erlaubt zu sagen, jetzt im Zuge von Corona und den Folgen von Corona, es viele Leerstände geben kann in Städten, in gerade mittleren oder kleineren Städten, die belebt werden sollten. Pop-up-Flächen sind in der Regel kurzfristig entstehende Verkaufsflächen, die von Unternehmen genutzt werden, um zum Beispiel neue Produkte auszuprobieren oder ein neues Geschäftsmodell zu testen. Das geschieht nicht nur im Kleinen, das geschieht auch weltweit von großen Unternehmen. Also es sind zwei Beispiele, die ich an der Stelle gerne nenne. Mercedes-Benz weltweit unterwegs mit Pop-up-Flächen und Stores in Premiumlagen in großen Städten weltweit. Ein anderes Beispiel Dyson, die etwas Ähnliches machen im Sinne von bestimmten Verkaufs- und Shop-Konzepten, auch international unterwegs. In St. Gallen und in Zürich, das sind die beiden Partner, mit denen dieses Projekt durchgeführt worden war, ging es vor allen Dingen darum, eine Plattform zu entwickeln, die Nachfrage und Angebot bestmöglich zusammenbringt. Das heißt, Unternehmen, die eine bestimmte Idee haben, ein bestimmtes Angebot testen möchten, mit den dafür besten Flächen zu versorgen. Und das erfolgt auch jetzt in Zusammenarbeit mit den Technikern und der Informatik mit AI-Komponenten. Das als kleiner Überblick. Wir könnten jetzt ganz viele weitere Projekte nennen, aber ich habe die ein paar Beispiele einfach noch mit angehangen. Sie können sich's anschauen. Ich freue mich, wenn Interesse an der einen oder anderen Thematik da ist, stehe für Fragen nachher gerne zur Verfügung und übergebe sehr gerne an meinen Kollegen Luc Bläser. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Marc. Wenn irgendjemand das Mikrofon noch machen, könntest du das Mikrofon noch ausmachen, dann gibt es weniger Hall. Herzlich willkommen und guten Morgen auch von meiner Seite, Luc Bläser. Ich bin der Leitende vom Departement Informatik und freue mich, Ihnen auch den Nutzen von eben Departement Informatik ein bisschen aufzuzeigen. Ich sage immer so, der Nutzen ist eigentlich so auf drei Säulen anzusiedeln. Ich denke, der wichtigste oder der primäre Nutzen ist natürlich die Ausbildung von Fachkräften, Grundstudium. Dort ist es so, dass man das Bachelor of Science in Informatik hat, ein sehr technisches Informatikstudium mit 360 Studierenden und einem Zuwachs von 110 Neustudierenden pro Jahr. Bachelor of Science in Informatik ist so aufgestellt, dass wir Vertiefungsrichtungen haben. Das Wichtigste und glaube auch schweizweit bekannteste und seriöseste ist Software Engineering, wo wir Top Software Ingenieurinnen und Software Ingenieure ausbilden. Aber wir haben auch weitere Standbeine im Bereich von Cyber Security, natürlich auch im Bereich von den übrigen Themen, wie beispielsweise Network Engineering und natürlich auch in Machine Learning. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, dann ist etwas, wo wir jetzt mit der Fusion neue Möglichkeiten bekommen haben und wo wir uns besonders freuen, dass wir den Bachelor of Science in Informatik, der momentan eben in Rapperswil stattfindet, können portieren in die Ostschweiz nach St. Gallen, dass wir am Campus St. Gallen im Herbst 2021 auch einen Bachelor of Science in Informatik können aufmachen können. Und dort ist die Idee, dass wir eigentlich mal in einer mittleren Größe anfangen mit der Vertiefungsrichtung Software Engineering in einem Teilzeitstudium, das 4 Jahre geht. Uns ist es wichtig, dass wir wirklich so den Spirit von der Informatik, von der technischen Informatik nach St. Gallen bringen können, indem wir mit den gleichen Dozierenden, mit den gleichen Inhalten, mit dem gleichen Gedanken vom eben modernsten Software Engineering eben in St. Gallen das übertragen können.
die Erweiterung, dass wir die Informatik nach St. Gallen bringen, ist ein Teil von der IT-Bildungsoffensive und ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass glaube ich, die IHK da auch einen wichtigen Stein ins Rollen gebracht hat, der uns besonders freut. Wenn wir weitergehen, dann ist auch die Möglichkeit von Ihnen, von eben Industrie und Wirtschaft, sich auch im Studium einzubringen. Es ist so, wir haben immer sehr innovative Studierende arbeiten. Da ist nur ein ganz kurzer Ausschnitt. Wir haben natürlich auch sehr softwarelastige, lustige Themen. Es ist aber so, natürlich sind wir sehr interdisziplinär unterwegs. Da sind ein paar nur Beispielthemen, wo das erste Thema ist im Bereich von Machine Learning, das zweite Thema im Bereich von geografische Informationssysteme und das dritte auch im Bereich von künstlicher Intelligenz, Deep Learning. Das ist, denke ich, auch immer ein sehr einfacher Zugang eben zu möglichen Absolventinnen und Absolventen eben in Kontakt zu kommen. Wenn wir weitergehen, dann ist die zweite Säule vom Departement Informatik und dann kann vor allem Departement in der Hochschule ist eine Zusammenarbeit mit Ihnen, mit der Wirtschaft und der Industrie. Wir sind in zwei Institute aufgeteilt. Hauptthematik ist im Bereich von Software Engineering, aber wir haben auch Themenakzente im Bereich von Network Engineering und Cyber Security. Was wir machen, ist angewandte Forschungsprojekte, einerseits mit Förderkanälen, aber auch sehr stark im Bereich von Dienstleistungen, wo man beispielsweise Software Engineering Reviews, Code Reviews, Beratungen, auch Softwareentwicklung, Coaching, Modernisierung von Software-Systemen etc. durchführen. Im Bereich von Network Engineering und Cybersecurity machen wir beispielsweise auch Reviews und entsprechende Beratungen, Konzeptionen. Wenn wir weitergehen, dann habe ich Ihnen einfach mal vier Beispielprojekte. Das ist natürlich eine ganz kleine Auswahl von Themen, die wir bearbeitet. Oben links ist zum Beispiel das Thema, das wir über einen Förderkanal mit der InnoSwiss gemacht haben. Dort ist es darum gegangen, eine Automatisierung, optische Erkennung von Softwareverpackungsfehler mit Deep Learning umzusetzen. Wir haben Zusammenarbeit, wenn wir oben rechts schauen, mit ArmaSwiss, übrigens auch in verschiedensten Projekten, wo wir dort unterwegs sind, wo wir Auftragsforschung gemacht haben, wo wir ein System gebaut haben für die Anwärterinnen und Anwärter, für Militärpilotinnen und Militärpiloten können zu assessen. Unter links ist exemplarisch ein Beratungsprojekt mit einer Firma im Bereich von Schlüsselsystemen, wo wir ihre ganze Software-Landschaft mit Softwareberatung und Softwareentwicklung cloudfähig machen, als grosses Unterfangen. Und rechts ist ein Beispiel von einem EU-Projekt, das wir gemacht haben, in Zusammenarbeit mit einem Schweizer Startup im Bereich von Medical Systems, geht um Bildverarbeitung, Micro-CT, mikroskopisch kleine Computertomographie, auch in Zusammenarbeit mit schwedischen Forschungsinstitutionen, auch Themen mit Software Engineering als primärer Akzent und Deep Learning als zweiten Akzent. So sehen Sie, dass wir dort sehr agil und sehr modern unterwegs sind und eigentlich immer sehr interessiert sind an interessanten Zusammenarbeiten mit Industrie und Wirtschaft. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, dann sehen wir die dritte Säule. Die dritte Säule ist für uns extrem wichtig, das ist die Weiterbildung. Da geht es darum, Leute, Fachleute, die schon in der Wirtschaft tätig sind, weiterzubringen. Häufig ist es ja so, dass die Informatik auch von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern lebt. Das ist, ich habe gerade vorher nachgeschaut, bevor die Roadshow heute Morgen angefangen hat. Stand heute hat es mehr als 4'000 offene Stellen im Software Engineering. Es ist also unmöglich, rein durch die Grundausbildung den Bedarf zu schöpfen. Es ist so, dass interessanterweise durch Corona sogar der Bedarf an Software Engineering fast verdoppelt hat. Und dort haben wir interessante Programme, wie beispielsweise MIS, das ist eine formale Ausbildung, MIS, Master of Advanced Studies in Software Engineering, wo man aktuell 100 Leute, die eben in dieser Ausbildung drin sind, dass das Ziel von dieser Ausbildung ist, Leute, die noch nicht technische Informatik studiert haben, zu professionalisieren mit dem Fokus auf
Software-Ingenieurinnen und Software-Ingenieure, so dass man die Leute direkt nach Abschluss produktiv in einem modernen, professionellen Software-Engineering-Team einsetzen kann. Wir haben weitere Ausbildungsprogramme, beispielsweise Human-Computer-Interaction-Design, wo einfach ein anderer Name ist für Usability, Frontend-Engineering, wo einfach ein anderer Name ist für Web-Engineering, Cyber-Security, wieder etwas, wo wir verstärkt noch ausbauen werden. Aber wir bieten natürlich auch Firmenkurse an. Wir haben maßgeschneiderte Kurse mit Boutique-Themen von technischem Software-Engineering. Ebenso im Bereich von Network-Engineering, wo man diverse Kurse und auch Zertifizierungen anbietet. Wenn ich so ein bisschen zusammenfassen darf mit der nächsten Folie, dann sehen Sie, es hat verschiedenste Berührungspunkte und Zusammenarbeitsmöglichkeiten mit uns. Und wir freuen uns, wenn Sie auf uns zugehen. Einerseits, denke ich, ganz interessant ist Zusammenarbeit im Bereich von Studien- und Bachelorarbeiten, wo man Themen von innen aus der Industrie und Wirtschaft zusammen kann mit Studierenden und eben den Absolventinnen und Absolventen dann kann durchführen, sodass sie auch mit den Studierenden in Kontakt direkt kommen können. Die zweite Möglichkeit ist Innovationsförderung mit Projekten. Einerseits durch Dienstleistungsprojekte, andererseits natürlich auch mit angewandten Forschungsprojekten, wo die Möglichkeit besteht, beispielsweise über InnoSwiss eine Art Matching Fund zu bekommen, wo die Hochschule von der InnoSwiss gesponsert ist und zusammen mit der Unternehmung als Umsetzungspartner kann Projekte durchführen in unserem Bereich, beispielsweise im Bereich Software Engineering, Cyber Security oder andere technische Themen von der Informatik. Und nicht zuletzt ist es für uns auch wichtig, dass eben das Wort von der Weiterbildung, beispielsweise MA Software Engineering, aber auch die weiteren Programme, vielleicht auch Ihre Mitarbeitenden kann weitertragen. Ich denke, das ist eine sehr interessante Option, zum Lifelong Learning zu betreiben und andererseits natürlich auch zum Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in der Informatik können zu professionalisieren. Es freut mich, dass ich Ihnen das kurz vorstellen konnte und würde das Wort zurückgeben an Markus Benzinger für das QA-Session. Danke. Ja, vielen Dank vorab Dani Seelhofer, Marion Pester und jetzt Luc Bläser für den Einblick in die Ost. Wir sind anständig im Zeitplan. Da ist bestens. Ich will ganz besonders begrüßen in unserem Call auch den Dave Ganz, Präsident Wyss, kann ich am Anfang erwähnt. Wir haben auch den Hans Alter als alten Präsident vom Hochschulrat von der FHS dabei und viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir gehen jetzt in die Fragerunde. Ich würde einfach auch nochmal erwähnen, warum ist uns die Fachhochschule St. Ost so wichtig? Der Kanton St. Gallen investiert pro Jahr über 50 Millionen in die Schule. Als Vergleich zum Spitaldefizit, wo derzeit 70 Millionen ausmacht im Kanton. Und das spielt ja nur das Defizit. Da sind alle anderen Basisfinanzierungen nicht dabei. Ist es wohl wenig, aber es ist doch immer wieder ein politischer Kampf um die Mittel. Und darum ist es auch wichtig, dass wir aus Sicht der Unternehmen auch die Leistungen abgreifen. Ich würde ganz kurz in die Runde gehen. Wer will starten mit der ersten Frage an Dani Seelhofer, Marion Pester oder Luc Bläser? Sie sind ein paar parat. Wer bricht das Eis heute Morgen? Sie das? So. Also, wir hätten Andrea Roth. Dörri, bitte. Andrea Roth, ja. Ah, natürlich, Präsident Arbeitgeberverband aus dem Thurgau, Nachfolger von Thomas Maron, ist das richtig? Genau, in Romanshorn. Romanshorn. Bütner Vorname, darum habe ich die Kamera eingeschaltet, dass, da nicht, dass ich da in der technischen Prüfung den Frauenanteil leider nicht kann erhöhen kann. Aber meine Frage ist genau diesbezüglich. Mich nimmt es Wunder, dass das ja jetzt eine ziemliche St. Galler Hochschule geworden ist, warum da Graubünden einen eigenen Kurs gefahren ist und das nicht hat können zusammengeführt werden. Sie haben ja gesagt, es ist jetzt eher eine kleine Fachhochschule, darum ist meine Frage da zu den Hintergründen, warum man da noch zwei Fachhochschulen gemacht hat. Danke, Herr Roth. Ich weiss nicht, Dani, darf ich die Frage vielleicht dir weitergeben? Ich kann uns als Hochschulrat zwei Sachen sagen, aber du bist wahrscheinlich kompetenter, Dani.
Kompetenter weiß ich nicht, weil ich die Hintergründe ehrlicherweise auch nicht einschätzen kann. Das müssen wir die Bündner fragen, ganz konkret. Was man festgestellt hat, ist, dass der gemeinsame Weg, den man gesucht hat, mehrfach, ich glaube, das erste Projekt war irgendwie 2001 gewesen. Man hat das vier oder fünf Mal probiert. Der ist dann im Zusammenhang mit dem Übergang zum HFKG eigentlich von der Bündner Politik nicht gefunden worden mit St. Gallen, so dass Bündner gefunden haben, sie gehen lieber einen eigenen Weg, aber die genauen Hintergründe sind mir weder bekannt noch könnte ich spekulieren, da müssen wir Bündner fragen. Danke Dani, Herr Roth, ich habe es am Rand mitbekommen, natürlich erst nach dem Fusionsprozess und den Vorbereitungsverhandlungen unter den Konkordatskantonen dazugestoßen. Aber ich glaube, es ist schon Bündner haben ein grosses einen Drang hatte, oder selber eine Schule zu haben. Sie sind ja vorher dabei gesehen in dem Konglomerat Fachhochschule Ostschweiz. Ja, vorher sind die vier Schulen zusammen gewesen. Aber jetzt hat sich der Michi Götti als St. Galler Kantonsrat noch eingeschaltet. Ich weiss nicht, Michi, kannst du etwas sagen dazu? Ich habe leider nur noch einen Tafel von der Frage verstanden, ob jetzt mich da irgendwie im Team sind aufgehängt, aber ich glaube, das ist wesentlich Teil, warum Bündner selbstständig geworden sind. Bündner sind einfach immer den Weg gegangen, warum es vom Bund aber die Anerkennung bekommen, das war für alle ein Rätsel gewesen. Aber St. Gallen hat einfach dort gewusst, dass wir jetzt den Weg müssen so gehen, wie er jetzt gegangen ist. Und wir dürfen nicht vergessen, St. Gallen hat 22 Jahre gebraucht, bis man die Fachhochschule so zustande gebracht hat. Nach sämtlichen Vorgaben, die uns hier bekannt waren, hätte Bündner keine eigene Fachhochschule dürfen bekommen, aber da hat es einfach manchmal gewisse andere Mechanismen, die da funktionierten und darum sind die zu einer eigenen Hochschule geworden. Und St. Gallen ist ganz wichtig, da hast du einleitend auch gesagt, dass man die Größe hat, die wir heute haben, um auf dem schweizerischen Markt mehr oder weniger Fuß fassen, weil wir haben natürlich mit Zürich die grossen Nachbarn, die ja, relativ stark unterwegs sind, darum sind wir sehr froh, dass wir mit Dani Seelhofer jemanden an der operativen Führung haben von dieser Schule, wo weiss, was wir brauchen, um uns eben schweizweit etablieren. Und ich glaube, da hat man jetzt heute wieder eine Ausführung gehört. Aber die Bündner Eigenlösung, ja, die ist einfach zu akzeptieren. Ob die Ewigkeit erfolgreich ist, da können wir in ein paar Jahren den Rückblick machen. Okay, besten Dank da für die Frage. Ich möchte auch noch erwähnen, wir als Firma Geobrück in Romanshorn haben mit gute Erfahrung gemacht mit dem Wasserbaudepartement in Rapperswil, wo wirklich auf Niveau von der ETH unterwegs ist. Also so Institut sind wirklich sind wir stolz drauf und sind gut, dass die in dem Verband gibt. Besten Dank. Danke, Herr Roth. Also es ist jetzt nicht nur eine St. Galler Schule, aber die Frage ist berechtigt mit den Bündner. Es ist jetzt bei weitem die kleinste Schule, die Fachhochschule Graubünden. Dann kommt die Fachhochschule Ost, die etwa 2-3 Mal grösser ist. Und ich glaube, es gibt auch da gute Kooperationen. Es ist nicht ein Gegeneinander, es ist ein Miteinander. Und es freut uns, dass Sie eben als Geobrück intensiv einen Austausch haben mit Rapperswil. Ja, darf ich weitere Fragen beantworten in der Runde? Sonst hätte ich schon auch. Ich sehe derzeit noch keine. Wenn ich da vielleicht drauf komme, oder ich glaube, ich habe so 5 Bereiche habe ich identifiziert, die für die Wirtschaft 5 bis 6 Bereiche, die Fachhochschule Ost zentral ist. Einerseits Studierende. Jedes Jahr werden ein paar hundert Studierende, wir haben gehört, rund 100 nur schon im Bereich Informatik frei für den Arbeitsmarkt. In der Hoffnung, dass die in der Ostschweiz bleiben. Wir haben Forschungs- und Entwicklungsprojekte, wir haben Beratungsprojekte. Luc Bläser hat das vorher gesagt, zum Teil niederschwellige Beratungen im Bereich IT-Security und so weiter. Wir haben den WTT, also Wissenstransferbereich, wo wir selber als IHK sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ich gebe auch als Mittler, auch als KMU, da Motivation, auch zum da mitmachen. Vor anderthalb Jahren hat hat Fair Brauwalder St. Gallen zum Beispiel ein sehr spannendes Projekt. Die Gruppe hat gewonnen im Bereich Online-Job. Hat eine Studierende-Gruppe von 6 Studierenden ein hervorragendes Projekt für den Thomas Brauwalder aufgesetzt, wo heute im Einsatz ist. Also ich glaube, auch niederschwellig gab für die KMU-Landschaft sehr spannend. Den Master- und Bachelorarbeiten, wo man Fragen kann betiefen kann und Weiterbildungsangebote. Ich will vielleicht noch darauf eingehen, Luc Bläser, du sagst, jetzt kommt die Informatik im Herbst auf St. Gallen. Ein eigener Studiengang, ganz zentral für unseren Standort St. Gallen mit den anständigen IT-Cluster. Das war aus Sicht IHK ein wichtiger Schritt gewesen in der Entwicklung von der Ost, aber eben auch die Ausbildung im Bereich
Informatik kann stärken. Kannst du da noch ein bisschen vertiefen, wie ihr hier vorankommt, wie ihr wollt starten, was so der Fokus ist von dem Studiengang Informatik in St. Gallen? Bitte. Ja, sehr gerne. Das ist gerade wieder ein bisschen der Hall, aber der ist jetzt weg. Es ist so, dass wir, denke ich, sehr gut unterwegs sind. Also es ist vom Marketing, es ist vom Operativen, ist eigentlich alles aufgesetzt. Ist so, wir haben einen glasklaren Studienplan, wir wissen, welche Module wir anbieten. Wie gesagt, wir finden nicht gerade total neu erfinden, weil wir im Prinzip, wenn wir das, was in Rapperswil gut läuft, nach St. Gallen bringen, natürlich mit dem Hintergedanken, dass dann Leute näher können dort studieren und natürlich auch in der Hoffnung, dass sie dann auch in der Region stärker dann auch bleiben, gerade nach dem Studium. Es ist so, wir schätzen, dass sich das über 5 Jahre, vielleicht zu einer Größe von etwa 30 Neustudierenden, sich dort entwickeln. Macht aus unserer Sicht weniger Sinn, dass man die ganz Breite von der Informatik anbietet, sondern wir wollen uns eigentlich wirklich auf das fokussieren, was ich denke, was am meisten wehtut in der Wirtschaft. Es ist wirklich so, dass bei den IT-Fachkräften primär tut es mangeln an Software-Ingenieuren. Für uns ist es extrem wichtig, dass die Leute, die wir ausbilden, top-notch sind. Die sind wirklich, denke ich, auf exzellentem Niveau. Es ist auch eine relativ strenge Schule. Wir haben alle, da können wir kein Geheimnis daraus machen, relativ höhere Dropout-Quoten. Wir wollen einfach Leute ausbilden, die wirklich längerfristig als Software-Ingenieure sich behaupten können. Das kann man heutzutage wirklich nur, wenn man weltweit im oberen Drittel unterwegs ist von den technischen Fähigkeiten. Ich denke, auch dort hat die Fachhochschule sehr gute Möglichkeiten, weil Software Engineering ist etwas Intellektuelles, aber nicht nur. Ich sage immer, mindestens 2/3 von der Arbeit ist handwerkliche Arbeit, wo einfach erfahrungsbasiert ist. Es ist wie Schachspielen oder wie kochen können. Man kann das nie genug gut. Für uns ist eben wichtig, dass wir eben den Spirit von St. Gallen übertragen. Das heisst, wir würden mit den gleichen Dozierenden arbeiten, die freuen sich auch, können in St. Gallen zu unterrichten. Wir werden das natürlich wirklich im kleineren Rahmen betreiben. In Rapperswil haben wir das, dass wir es mit 100 Studierenden in Grossvorlesungen machen. Das wäre ein Vorteil in St. Gallen, dass wir das quasi in kleineren Gruppen machen, noch näher mit Leuten zusammenarbeiten. Was wir auch möchten, ist, dass man dort wie ein kleines Mini-Institut aufbaut, wo man auch das, was man in Rapperswil betrieben, nämlich Beratungsprojekte, angewandte Forschungsprojekte, auch vom Standort St. Gallen, könnte ausbetreiben, so eine Art wie ein Zweigstell. Was wir auch überlegt haben, ist, ob man in Rapperswil bietet man ja sowohl ein Vollzeitstudium als ein Teilzeitstudium an. Da haben wir jetzt aus pragmatischen Gründen entschieden, weil wir ja mühen starten, dann macht es nicht Sinn, sich zu verzetteln in allen möglichen Programmen, dass man aufs Teilzeitstudium setzt. Dort ist auch der Hintergedanke, dass man die Studierenden sind typischerweise während dem Studium schon als Software-Ingenieure unterwegs, zum Teil auch schon vor dem Studium, dass man die dann auch in den Wirtschaft, Industrie noch drinnen lohnt, dass ihr Studium dann teilzeitmässig durchführen kann. Wir merken auch, dass Teilzeit ist ein Modell, das jetzt in den letzten 5 Jahren auch nochmal ein bisschen mehr als Attraktivität gewonnen hat. Also das ist so etwas Programm. Vom Inhaltlichen steht alles. Marketing läuft und wir freuen uns und sind gespannt, dass das dann an Fahrt gewinnt. Vielen Dank, Luc Bläser. Also die Idee ist, Software Engineering anzubieten auf dem Platz St. Gallen, Teilzeitstudium primär und in rund 5 Jahren 30 Studierende haben. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ganz wichtig für den Platz. Wir haben doch eine Palette von ganz namhaften IT-Unternehmen, die im Kern-IT-Bereich tätig sind. Aber wir haben auch viele grosse Anbieter, die entscheidend auf IT-Wissen auf dem Platz St. Gallen, also im Wirtschaftsraum St. Gallen, wo sie angewiesen sind. Da haben wir noch weitere Fragen. Wir haben noch 2-3 Minuten. Letzte Frage beantworten. Dann würde ich vielleicht noch einen Punkt, würde mich noch wundern, nochmal so ein bisschen das Interdisziplinäre. Wir haben jetzt gesehen, wir haben 6 Disziplinen, Gesundheit, Soziales, wo jetzt sicher für uns jetzt nicht ganz im Fokus steht als Industrie-, Handels- und Gewerbevertreter. Aber mit Technik, Informatik, wir haben vor allem auch Wirtschaft, ich sage die 3 Bereiche, natürlich auch. Wo können wir dort als Unternehmen sagen, wo die Fusion von der Fachhochschule Ost bringt da einen spürbaren Mehrwert
interdisziplinär. Also nicht, kann da Mario und Dani Leute etwas sagen dazu, wo sind da Initiativen? Technik fehlt jetzt noch, aber ihr kennt alle Kollegen auch sehr gut. Ja. Das würde ich da gerne den Anfang machen. Technik selber ist ja riesig, oder? Ist jetzt heute auch nicht vertreten. Die ist in 5 sogenannte Fachabteilungen eingeteilt, die eigentlich eigene, sage ich, Unterfachbereiche, zum Beispiel Maschinentechnik, repräsentieren. Das ist rein organisatorisch. Was uns aber sehr wichtig ist, und das ist eigentlich das Zentrale, dass die Institute eben können, möglichst barrierefrei einerseits miteinander zusammenarbeiten und andererseits eben für die Wirtschaft und zum Teil natürlich auch für soziale Organisationen und so weiter tätig sind. Und da ist die Tatsache, dass wir jetzt keine rechtliche Barriere mehr haben. Wir sind eine einheitliche Hochschule, wo, sage ich, auch zwischenmenschlich das so aufgestellt ist, dass es die Bereichsegoismen, die es eigentlich immer gibt in allen Organisationen, vielleicht nicht mehr ganz in der gleichen Ausprägung gibt wie früher. Das führt dazu, dass die Institute als zentrale Organisationseinheiten für das viel stärker zusammenarbeiten. Das merken wir bereits etwa seit dem Jahr und etwa so seit dem Herbst hat sich das noch beschleunigt, trotz Corona. Dazu muss ich sagen, es wäre unser Plan gewesen, letztes Jahr sehr systematisch eigentlich auch die Leute von den Standorten gegenseitig zusammenzubringen. Und das haben wir natürlich müssen wegen Corona keilen lassen, was uns sehr Schade gedacht hat, aber nicht anders gegangen ist. Und es ist umso erfreulicher, dass die Zusammenarbeit so aktiv und von den Leuten ausgehend funktioniert. Und das bringt einen direkten Mehrwert eben der Wirtschaft, weil man eine Einflugschneise hat, zum Beispiel das Institut beim Luc Bläser oder bei der Marion Pester, und die Möglichkeit haben, maßgeschneidert, boutiquemässig, wie es der Luc gesagt hat, das dazu zu holen, was es auch noch braucht für das Projekt. Und als Wirtschaftspartner muss ich mich eigentlich nicht darum kümmern, 5, 6, 7 Institute selber zusammenzubringen. Danke. Dani, gibt es ergänzende Leute? Mario, glaube ich, für mich passt das so. Oder eine Einflugschneise, boutiquemäßig Angebot. Ich glaube, es geht heute nicht darum, jetzt da in allen Details zu erläutern, aber ich glaube, wichtig als Industriehandel da zu spüren, welchen Zugang das man sich ermöglichen kann und dass es sehr ein breites Feld ist. Oder interdisziplinär, standortübergreifend. Oder man hat jetzt gerade im Raum St. Gallen, insbesondere im Bereich Informatik, einen spürbaren Mehrwert. Ja, ich habe allerletzte Möglichkeit, um eine Frage zu stellen. Und wenn das nicht der Fall ist, würde ich ganz, ganz herzlich danken, Dani Seelhofer, Marion Pester und Luc Bläser, für den Einblick in die Fachhochschule Ost, in die neu gebildete Schule. Freut uns, dass ihr da seid. Ich wünsche viel Erfolg und hoffe, dass auch möglichst viel Kontakt auch könnt aus dem Morgen, aus dieser Morgensession mitnehmen zwischen der Wirtschaft und Fachhochschule Ost. Ich wünsche viel Erfolg. Danke, dass ihr da gewesen seid. Wir gehen jetzt weiter. Ich bitte Silvan Künzli, die Folie zu bringen. In der Agenda geht es weiter. Wir haben 08:30 Wirtschaftsaussichten 2021. Sie sehen jetzt Jan Riss. Ich habe es am Anfang erwähnt, wer später dazugekommen ist. Ist Alessandro Scro, Leiter IHK Research bei uns in der IHK, hat eine Hirnerschütterung, er ist ein kleiner Sturz gehabt, ist ab heute Mittag wieder voll im Einsatz. Der Jan Riss ist auch Mitglied vom Konjunkturbord Ost, wo wir ja seit dem November führen, zusammen mit der St. Galler Kantonalbank als Nachfolge von Ecopol im Bereich Konjunkturarbeiten. Der Jan Riss sitzt da drin, ist Volkswirt mit dem Masterabschluss von der Uni Bern und ist bestens gerüstet, um den Alessandro Scro zu vertreten. Bitte, Jan, Wirtschaftsaussichten 2021, im Speziellen für die Region St. Gallen, Bodensee. Jan. Ja, guten Morgen miteinander, geschätzte Damen und Herren. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Wir werden die halbe Stunde zweiteilig aufteilen. Erstens eben Wirtschaftsaussichten 2021. Ich möchte Ihnen gerne einen Einblick geben, ein Stimmungsbild von der Ostschweizer Wirtschaft. Einerseits basierend auf den Umfragen, die wir in Zusammenarbeit eben mit dem Konjunkturbord gemacht haben. Zusammenarbeit mit der KOF, Konjunkturforschungsstelle ETH Zürich, mit der St. Galler Kantonalbank auch enger Zusammenarbeit mit der IHK Thurgau. Andererseits aber auch die regelmäßigen Corona-Umfragen, die wir ebenfalls mit der IHK Thurgau zusammen machen. Da vorab ganz ein grosses Dankeschön all denen
wo da regelmäßig auch mitmachen bei diesen Umfragen. Das wäre der erste Teil. Beim zweiten Teil würden wir dann noch einen kurzen Überblick geben über Betriebstestungen im Rahmen von der Testoffensive, die der Bundesrat beschlossen hat. Ich denke, dort gibt es doch auch noch einige Fragen von Ihrer Seite her. Starten möchte ich mit dieser Grafik hier. Ich glaube, auf den ersten Blick haben wir alle das Gefühl, ja, ist klar, was das zeigt. Das zeigt wohl die Fallzahlen von den Covid-19-Fällen über das letzte Jahr oder seit dem letzten März verteilt. Bewusst habe ich da auf die Achtbeschriftungen verzichtet. Und zwar aus folgendem Fall, es sind eben nicht die Fallzahlen, sondern es sind abgerechnete Kurzarbeitsstunden. Und zwar mit dem Perimeter Kernregion Ostschweiz. Wenn ich jetzt im Folgenden von Kernregion Ostschweiz rede, dann meine ich Kanton St. Gallen, beide Appenzell und Kanton Thurgau. Sie sehen hier wie so einen kleinen Buckel zwischen dem 2008 und 2010. Sie können sich vorstellen, das war die Finanzkrise. Dort wurde dann zumal quasi als Jahrhundertereignis wahrgenommen. Wenn man jetzt hier rechts schaut, sieht man, ja, es ist eigentlich wirklich nur ein kleines Buckel gewesen. Excuse. Und im letzten Jahr hat diesen regelrechten Tsunami erreicht. Und ich glaube, gerade die Grafik zeigt wirklich auch die Wucht von dieser Corona-Pandemie, zeigt den Druck auch auf den Arbeitsmarkt. Wenn man da noch ein bisschen herausfiltert, welche Branchen das da besonders betroffen sind, dann ist es so, dass in der Kernregion Ostschweiz selbstverständlich Gastronomie und Beherbergung betroffen sind, aber gerade auch die das verarbeitende Gewerbe, die Industrie, insbesondere der Maschinenbau oder auch die Metallindustrie und der Grosshandel. Also der Druck auf den Arbeitsmarkt ist gewaltig. Inwiefern sich der Druck auf die Arbeitslosigkeit da wird durchschlagen, ist noch nicht ganz klar. Ich glaube, bisher sind wir von einer Kündigungs- respektive auch Konkurswelle verschont geblieben. Ein grosser Teil ist wirklich auch auf die Regelungen, Vereinfachungen und Ausweitungen im Bereich von der Kurzarbeit zurückzuführen, wo da jetzt auch Arbeitsplätze auch können erhalten werden. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist aber natürlich auch der Schlüssel, um erfolgreich zu so einer Krise zu kommen, Bildung. Ich glaube, da haben wir gerade heute sehr viel darüber gehört und die Ost spielt da eine ganz zentrale Rolle. Ich gehe weiter zu zwei Indikatoren, die wir im Rahmen vom Konjunkturbord, der Losierung vom Konjunkturbord Ostschweiz entwickelt haben. Ich zeige dir darum, weil gerade die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hängt natürlich sehr stark damit zusammen, wie allgemein die wirtschaftliche Entwicklung sich präsentiert und insbesondere auch, wie die Erwartungen sind, oder? Da abgebildet sind die neuesten Ergebnisse von der monatlichen Kopfumfrage, beziehen sich auf den Monat Februar. Und es ist so, dass man auf der linken Seite den Geschäftslageindikator sehen, dass da ist eigentlich wirklich der aktuelle Stand, wie schätzt man die Geschäftslage aktuell ein. Wir haben hier einen Saldo-Indikator. All die, die sagen, die Geschäftslage ist gut, tragen positiv bei. All die, die sagen, die Geschäftslage ist schlecht, tragen zu einem Minus bei. Und die, die sagen, die Geschäftslage ist neutral, das ist quasi null. Sprich, wenn der Saldo positiv ist, dann sagen mehr Unternehmerinnen und Unternehmer, ja, die Geschäftslage ist positiv. Wir sehen hier einen markanten Einbruch natürlich, gerade jetzt ungefähr vor einem Jahr, wo die Geschäftslage deutlich ins Negative eingebrochen ist und dann aber auch eine relativ rasche Erholung im positiven Bereich wird. Das ist doch eine sehr erfreuliche und stockweit vielleicht auch erstaunliche Erkenntnis. Vielleicht noch der Unterschied zwischen der grünen und der gelben Linie. Die grüne Linie zeigt Kernregion Ostschweiz mit den angesprochenen vier Kantonen, gel als Vergleich Gesamtschweiz. Wenn man sich den Geschäftslageindikator anschaut, sieht man, es hat wirklich eine deutliche Erholung gegeben. Hat sich jetzt aber ein Stück weit auch im schwach positiven Bereich stabilisiert. Also zum Namen zusammenfassen, das heisst aktuell schätzen von den befragten Unternehmen die Mehrheit ihre Geschäftslage als positiv ein. Aber es ist nicht so, dass jetzt da gerade Euphorie ausbrechen würde. Ich denke, da wiegen wirklich die Unsicherheiten sehr stark. Auf der rechten Seite sehen wir dann mehr einen prospektiven Stimmungsbarometer, also einen prospektiven Indikator, einer, der in Zukunft schaut. Das sind Fragen, wo man wirklich den Unternehmerinnen und Unternehmern stellt, ja, wie schätzen Sie die künftige Entwicklung ein? Da ist es eigentlich so, dass
der durchschnittliche Wert, der langjährige durchschnittliche Wert auf 100 normiert ist. Und wir sehen da, wenn wir vorher schauen, dann sind doch viele Unternehmerinnen und Unternehmer noch recht zurückhaltend. Auch da sieht man ganz klar den deutlichen Einbruch zu Beginn vom letzten Jahr, respektive im Frühling vom letzten Jahr. Und dann auch relativ rasche Erholung. Man ist relativ rasch wieder zuversichtlicher geworden. Es ist aber nicht so, dass man dann in Euphorie ausgebrochen ist und da hält jetzt auch an. Also man ist immer noch relativ zurückhaltend, vorsichtig. Es ist keine Euphorie, die aufkommt. Der Stimmungsbarometer, wo da wirklich das Stimmungsbild auch soll, abbilden, wenn man in Zukunft schaut, ist noch doch deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Insgesamt widerspiegeln die beiden Indikatoren die aktuelle konjunkturelle Situation sehr gut. Die Unternehmen sind mit der aktuellen Geschäftsentwicklung mehrheitlich zufrieden. Der Ausblick ist aber mit sehr hohen Unsicherheiten behaftet und doch verhalten positiv. Verhält sich aufgrund von der nach wie vor sehr unberechenbaren Entwicklung vom Coronavirus, von der behördlichen Einschränkungen und speziell natürlich auch von den Corona-Mutationen und den unklaren Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft. Wir haben ja auch die E-Ghost-Umfragen, die wir mittlerweile quartalsweise durchführen. Ich möchte Ihnen hier die wichtigste Erkenntnis von der letzten E-Ghost-Umfrage mit dem Perimeter Kernregion Ostschweiz präsentieren. Erstens mal ist es so, dass 9 von 10 Unternehmen nach wie vor mit Corona-bedingten Erschwernissen kämpfen. Wenn man die Erschwernisse anschaut, sind es einerseits Nachfrageeinbruch und andererseits aber auch personalbedingte Erschwernisse, also Personalausfall aufgrund von Quarantäne oder Erkrankungen und aber auch zu hohen Personalbestand. Ausdruck von der Unsicherheit, die ich vorher erwähnt habe, ist sicher auch die Zahl, rund die Hälfte der Unternehmen haben Investitionen zurückgehalten oder werden es machen. Und ebenfalls rund die Hälfte der Unternehmen geht davon aus, dass die Pandemie noch 9 Monate oder länger wird andauern. Wenn man hier die Geschäftsentwicklung betrachtet, seit der ersten Umfrage, die wir im März 2020 durchgeführt haben, dann kann man das wie so ein bisschen als Neigzeichen betrachten. Es ist so, dass die Unternehmen grundsätzlich im März die Geschäftsentwicklung noch als recht positiv beurteilt haben und dann aber Anfang April, also 2 Wochen später, sieht man schon den massiven Einbruch letztes Jahr. Und da ist jetzt nachher dann wirklich so eine graduelle Erholung, stockkritische Geschäftsentwicklung zu beobachten, der Anteil der Unternehmen, wo die Geschäftsentwicklung als gut einschätzt, hat kontinuierlich zugenommen, was definitiv etwas Erfreuliches ist. Ich denke, das ist auch ein Indiz für die Anpassungsfähigkeit der Ostschweizer Wirtschaft. Man muss aber auch sehen, dass die Einschätzungen zwischen dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor sich sehr stark unterscheiden. Da schätzen die Dienstleistungsunternehmen die aktuelle Geschäftslage leicht besser als Industrieunternehmen. Wenn wir ein Slide weitergehen, dann sehen wir hier die Aussichten auf eine unmittelbare Kündigungswelle. Das erste Quartal 2021, worauf sich die Frage bezieht, ist zwar bald vorbei. Aber aus verschiedenen Gründen ist nicht davon ausgegangen, dass unmittelbar eine größere Kündigungswelle ansteht. Also, Sie sehen hier, dass lediglich 6,4% der befragten Unternehmen sagen, dass es Kündigungen wird geben. Rund ein Sechstel der Unternehmen kann Kündigungen nicht ausschliessen. Und der Anteil, den wir auch wieder sektormäßig unterscheiden, ist im sekundären Sektor, also im Industrie- und verarbeitenden Gewerbe, deutlich höher als im Dienstleistungssektor und der tertiäre Sektor. Es ist so, dass die Unternehmen mit wenig mitarbeitende Kleinunternehmen am wenigsten von Kündigungen ausgehen und bei den anderen Unternehmensgrössen gibt es in dem Sinne keine signifikanten Unterschiede in der Gesamtbeurteilung. Interessant ist da sicher auch, dass größere Unternehmen deutlich häufiger angehen, dass Kündigungen nur aufgrund von der verlängerten Regelungen bei der Kurzarbeit verhindert werden können. Bei der nächsten Slide ist es so, dass wir gefragt haben, ob die Unternehmen aufgrund von dem Kontakt mit den Lieferanten oder auch den Kunden eine größere Konkurswelle erwartet. Und es ist auch da, zeigt sich auch da, es ist nicht so, dass jetzt wirklich gerade eine Konkurswelle auf uns zuschwappen. Man sieht auch über das letzte halbe Jahr plus minus den Anteil von den Unternehmen, die sagen, dass sie eine Konkurswelle erwartet aufgrund von dem Kontakt mit Kunden, mit Lieferanten, ist recht stabil geblieben. Die
da noch ein Slide, wo doch ein Stück weit Ausdruck ist von der Unsicherheit, die ich angesprochen habe. Wir haben auch gefragt, ob die Unternehmen im ersten Quartal 2021 ihr Investitionsverhalten aufgrund von der Erschwernis werden anpassen. Rund 44% sagen, nein, das wäre es nicht. Warum ist die Zahl so relevant? Wenn man Aussagen zum künftigen Wachstum treffen will, muss man das Investitionsverhalten betrachten. Und wenn man bedenkt, dass die heutigen Investitionen künftig Wachstum sind, dann ist die Zurückhaltung, die wir doch hier auf der linken Seite sehen, also ja, man wird Investitionen zurückhalten oder hat es bereits gemacht, kein gutes Vorzeichen. Gerade hier in der Kernige und Ostschweiz mit einer ausgesprochen stark industrialisierten und international ausgerichteten Wirtschaft, wo gerade auch in einem harten internationalen Wettbewerb ausgesetzt ist, sind da doch ein Stück weit beunruhigende Zeichen. Über 50% der Industrieunternehmen, also wenn man hier wieder den zweiten Sektor gesondert anschaut, haben Investitionen zurückgehalten oder werden weiter zurückgehalten. Und nur ein bisschen über 6% werden mehr investieren. Im Dienstleistungssektor demgegenüber ist die Entwicklung ein bisschen weniger stark ausgeprägt. Gut, jetzt haben wir gesagt, keine Wirtschaftsaussichten 2021. Das ist, interessiert natürlich auch die Frage, ab wann rechnet die Unternehmen wieder mit einem spürbaren wirtschaftlichen Aufschwung? Und da sieht man, dass es eigentlich wie zwei Gruppen gibt. Einerseits ist es so, dass viele Unternehmen sagen, ja, man rechnet im zweiten Halbjahr 2021 mit einem spürbaren Aufschwung. Die zweite Gruppe seit ein bisschen verzögert im ersten Halbjahr 2022. Das ist auch so die Einschätzung, wo sehr viele Konjunkturfachstellen teilen, dass im zweiten Halbjahr 2021 der Aufschwung wird einsetzen und dann insbesondere im 2022 noch wird anheben. Es ist so, dass Grossunternehmen, also so mit mehr als 250 Mitarbeitenden und Kleinstunternehmen, also mit weniger als 10 Mitarbeitenden, leicht optimistischer eingestellt sind als so die typische KMU, die sagen jetzt 10 bis 250 Mitarbeitende. Genau, auch die Zahlen beziehen sich jetzt hier auf Kernige und Ostschweiz, also St. Gallen, Thurgau, beide Appenzell. Gut, ich fasse zusammen die Ausführungen. Die befragten Unternehmen beurteilen die aktuelle Geschäftslage als erfreulich gut. Die Unternehmen erwarten zwar, dass das Corona-bedingte Erschwernis weiter wird anhalten und sich zum Teil auch noch mal verstärken werden. Sie scheinen aber einen Umgang mit der Corona-Pandemie gefunden zu haben. Da natürlich sehr stark branchenabhängig auch. Trotz Corona-bedingter Erschwernis ist es unmittelbar nicht davon auszugehen, dass eine Kündigungs- oder eine Konkurswelle auf uns zukommt. Klar, wir sehen einen graduellen leichten Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen beispielsweise, aber es ist nicht so, dass jetzt wirklich gerade eine komplette Welle uns überschwappen würde. Fast die Hälfte der befragten Unternehmen halten die Investitionen zurück. Nur ganz wenige haben die Investitionen erhöht. Und ja, daraus könnte langfristigen Wettbewerbsnachteil entstehen, gerade im hart umkämpften internationalen Umfeld. Und vierter Punkt, ein spürbarer wirtschaftlicher Aufschwung wird wohl frühestens im zweiten Halbjahr 2021 einsetzen, erstes Halbjahr 2022, wobei da natürlich mit sehr grossen Unsicherheiten behaftet ist und insbesondere von der weiteren Entwicklung gerade mit der Impfstrategie und Teststrategie auch abhängig. Ich denke, da werden wir nachher jetzt eben noch ein paar Worte zu verlieren. Vorab aber noch ein Hinweis. Die Informationen sind nur möglich, wenn viele Unternehmen sich an diesen Umfragen beteiligen. Wie Sie wissen, eben, oder wie der Markus Benziger gesagt hat, die langjährige Konjunkturarbeit für die Ostschweiz haben wir mit der IHK, zusammen mit der St. Galler Kantonalbank, auch mit der IHK Thurgau von Ecopol übernommen, als regionaler Partner von der Konjunkturforschungsstelle von der ETH Zürich. Unser Anspruch ist es, ein möglichst klares Bild von der aktuellen konjunkturellen Verfassung der Ostschweizer Wirtschaft zu vermitteln und auch mit einem möglichst adäquaten Abbild von der Ostschweizer Wirtschaftsstruktur. Ich denke, gerade in der aktuellen Zeit sind so Umfragen, sage jetzt mal, ein kehrtes, systematisches Abbild von der Stimmungslage in der Ostschweizer Wirtschaft enorm wichtig, gerade auch unserer Arbeit gegenüber der kantonalen Politik, damit wir da ein Stimmungsbild vermitteln können, gerade in dieser Zeit von enormer Unsicherheit. Wir stehen in einem sehr regen Austausch mit der Kantonsregierung genau in der Kernregion Ostschweiz und da ist eine große Dankbarkeit darum, dass man da ein Abbild vom Stimmungsbild hat. Umfragen sind zielgerichtet und auch dosiert eingesetzt,
darum aus unserer Sicht ganz klar ein Effizienzinstrument zur systematischen Erfassung von der aktuellen Geschäftslage und Erwartungen. Und damit generell und branchenspezifisch stichhaltige Aussagen möglich sind, sind wir natürlich auch angewiesen darauf, dass eine grosse Beteiligung der Unternehmen an diesen Umfragen stattfindet. Gerade auch von Ihnen als Unternehmensverantwortliche oder Unternehmensverantwortliche. Und wir möchten Sie wirklich dazu animieren, um sich ebenfalls beteiligen an diesen Unternehmensumfragen, Zusammenarbeit mit der KOF. Die Teilnahme an diesen gemeinsamen Umfragen ist einfach und unkompliziert. Es ist monatlich einmal ein Ausfüllen von einem kurzen Fragebogen. Der Zeitbedarf liegt ungefähr bei 10 Minuten maximal. Und es geht da mehr eigentlich darum, um ein subjektives Stimmungsbild, subjektive Einschätzung überzubringen und weniger darum, um eine möglichst genaue, exakte Einschätzung von der Umsatzentwicklung etc. abzugeben. Und da sind ja jetzt, geschätzte Damen und Herren, Sie am Zug. Es würde uns sehr freuen, wenn wir Sie in dem Sinne an Bord von Konjunkturbord begrüßen zu dürfen. Wir laden Sie sehr herzlich ein, gemeinsam mit uns an dem Vorhaben in der Konjunkturschätzung teilzuhaben. Sie können sich anmelden über den QR-Code oder mit dem Link unten dran. Selbstverständlich können Sie auch einfach per Mail auf uns zukommen. Und mit Ihrer Anmeldung und Ihrem Profil können Sie regelmäßig an diesen Konjunkturumfragen teilnehmen und leisten dort mit einem wichtigen Beitrag zu einem besseren Verständnis für die konjunkturelle Entwicklung von der Ostschweiz. Wichtig ist einfach, dass nur eine Ansprechperson pro Unternehmen stattfindet. Je mehr Unternehmen da mitmachen, desto genauere teilregionale Analysen sind natürlich auch möglich. Wir haben gerade am nächsten Mittwoch, also nicht morgen, sondern morgen in einer Woche, einen Anlass zusammen mit der WISC vom 4:30 bis 6:00, wo wir dann spezifisch werden auf die Region St. Gallen, also Stadt St. Gallen mit Umgebung, Wahlkreis St. Gallen, eingehen. Da wäre es zu den Einschätzungen zu der Konjunkturwirtschaftsaussichten 2021. Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme an der Umfrage. Bitte, Markus. Vielen Dank, Jan, für die Ausführungen. Ich glaube, drei Sachen, die wir sicher mitnehmen können, die wir auch spüren. Die Dauer von der Corona-Krise, von der Krise ist entscheidend, oder? Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Zweitens, denke ich, es gibt einen gewissen Unterschied zwischen dem Binnenmarkt und dem Exportmarkt. Das ist spürbar. Wir sind als exportstarke Region massiv abhängig in der Ostschweiz auch, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt. Asien läuft wie wahnsinnig, da hören wir von verschiedenen internationalen Unternehmen. Und da gilt es natürlich auch, als Ostschweiz können aufzuschliessen und den Anschluss nicht zu verpassen. Ich glaube, die Gefahr ist nicht riesig, aber sie ist nicht nicht vorhanden. Dritter Punkt, Investitionen, wir haben es gehört, Investitionen sind entscheidend, damit man eben nachher, wenn die Krise vorbei ist, auch wieder bereit ist. Und da gibt es auch erfreuliche Signale. Es hat ein paar Unternehmerinnen und Unternehmer in dieser Runde, die massiv investiert haben, wo neue Hochregallager gerade eingeweiht haben. Wirklich ganz toll. Und was ich auch höre aus dem kantonalen Baudepartement Ausserrhoden und St. Gallen, dass, und das stimmt erfreulich, dass Rekordzahlen haben bei den Baueingaben. Und insbesondere im industriellen und gewerblichen Bereich, das ist eigentlich auf den ersten Blick erstaunlich und ist sehr erfreulich. Ja, also es geht darum, bereit zu sein für den Aufschwung und Endteil, und damit leite ich über. Wir wollen uns da jetzt in kurz fassen, Jan, auch in der ganzen ersten Themenstellung testen. Wir sind überzeugt, dass Industrie- und Handelskammern mehr wollen. Es nützt nichts zu jammern und Diskussion primär politisch darüber zu führen, ob man jetzt Terrassen auftönt, wenn auftönt, das ist alles wichtig. Volles Verständnis für die Gastronomie, auch ich gerne wieder einkehren. Aber ich glaube, wir möchten gerne die politische und unsere Energie auf andere Themen lenken und auch nicht primär, wer kommt jetzt wie viel Geld über, sondern es geht darum, Leben und Arbeiten mit Corona. Wenn Sie heute Morgen auch wieder lesen, die Fallzahlen, wir sind wieder auf 3.500 oben. Deutschland ist etwa auf 7.000 heute Morgen. Ich meine, Deutschland ist niemals so gross wie die Schweiz, oder? Es ist nicht ganz erfreulich, die Zahlen. Wir sind überzeugt, es braucht einfach eine starke Begleitung in diesem Prozess. Und diese Begleitung in diesem Prozess, Sie sehen mich, ist da. Was sind Schnelltests? Die kostet 5 Franken, zwischen 5 und 8 Franken. Wir haben ein paar hundert bei uns.
Jetzt kann man streiten, wie die Selbsttests, was für eine Form, Rachenabstrich, Spucktest und so weiter. Wir sind überzeugt, dass ein Schritt zurück in die Normalität, ein begleitender Schritt, nicht der entscheidende, aber ein begleitender, bis wir durchgeimpft sind als Bevölkerung. Und da heisst, kann man auch heute lesen, da geht man davon aus, da wird Oktober. Da wird nicht Juni, da wird Oktober. Nachdem der Bundesrat oder das BAG kein Johnson & Johnson Vakzin gekauft hat, bestellt hat. Damit müssen wir ein Radarsystem haben, wir müssen können testen und minimal mehr Sicherheit den Menschen und den Betrieb zu geben. Wir sind da sehr aktiv geworden im Sinne von einer Ermöglichungsstrategie und Druck aufgesetzt, zusammen mit anderen Handelskammern auf den Bundesrat Schnelltest, wie die zu ermöglichen, aber eben auch Testkonzept den Unternehmen zu ermöglichen, wie es zum Beispiel Bühler-Rutzwil als eines der grossen, wichtigen Mitglieder von uns auch vormacht und so den Menschen und dem Betrieb mehr Sicherheit zu geben. Der Jan Riss würde jetzt ganz kurz auch als Projektleiter von dem Thema bei uns erläutern, wo stehen wir in dem Prozess. Unser Ziel ist, dass möglichst viele Unternehmen in dem Testkonzept mitmachen. Bitte, Jan. Ja, vielen Dank, Markus. Ich werde da relativ zügig durch die Slides durchgehen, stehe nachher sehr gerne auch zur Verfügung bei Fragen. Ich werde noch ein bisschen länger da in dem Call hineinbleiben, wenn man Fragen hat. Also Testen. Ich glaube, ein Mantra, das wir immer wieder gehört haben, wo bisher aber mehr politisches Lippenbekenntnis war, gerade für Unternehmen, die wollen testen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen, den Zugang ermöglichen zu Tests, sind die Hürden einfach deutlich zu hoch aus unserer Sicht. Wir sind darum, seit Anfang Jahr sehr aktiv in dem Thema. Wir sind überzeugt, dass eine freiwillige, repetitive, präventive Betriebstestung in dem Sinne wirklich ein wesentlicher Bestandteil kann sein von einer Ermöglichungsstrategie, da im Gegensatz zu einer Strategie, die primär auf Verbot und Repressionen beruht. Der Bundesrat hat mit der Testoffensive, die er kürzlich beschlossen hat, auch die Betriebstestungen jetzt zugelassen, also auch die Testungen von Personen, die kein Symptom haben, dass man wirklich in der Breite testen. Die Testungen sind freiwillig, einerseits für Unternehmen, aber dann auch innerhalb von Unternehmen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das Ziel ist, dass man Infektionsketten wirklich frühzeitig erkennt und kann unterbrechen. Und es ist auch klar, das ist eine flankierende Massnahme, es ist ein Baustein für so eine Ermöglichungsstrategie, es ist nicht ein Allheilmittel. Zielgruppe ist so, dass grundsätzlich allen Unternehmen da offen steht. Ich denke, wichtig ist einfach, wenn sich ein Unternehmen dazu entschließt, um eine Betriebstestung mitzumachen, dann macht man es richtig, nicht einfach halbpatzig. Im Kanton St. Gallen spezifisch gibt es jetzt die Hürde mit 20 Beschäftigten. Da sind wir im Austausch mit dem Kanton, dass man die noch senken kann. Ich werde nachher auch noch zu ausserordentlich innehören, selbstverständlich etwas sagen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass es für die Unternehmen Anreize gibt. Sicherheit und Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, die man kann wahrnehmen. Es gibt weniger infektionsbedingte Arbeitsausfälle. Aller Voraussicht nach werden Kontakt-Quarantäne-Regelungen gelockert. Es ist auch ein Baustein für die Abkehr von der Homeoffice-Pflicht. Wir haben hier ein Schreiben an den Bundesrat gerichtet. Alle Handelskammern haben da mit unterzeichnet. Dass eigentlich auch die Unternehmen, die wirklich sich aktiv an diesen Betriebstestungen beteiligen, nicht nur von gelockerten Quarantäne-Regelungen sollen profitieren, sondern auch von einer Aufhebung von der Homeoffice-Pflicht. Und ein weiterer Anreiz für die Unternehmen ist Kostenübernahme durch die öffentliche Hand. Zum Prozess Logistik, da ist man jetzt am Ausschaffen. Der Bundesrat gibt in dem Sinn vor, dass Pulti PCR-Speicheltests mit denen geschaffen wird. Sprich, es wären Speicheltests von voraussichtlich 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammengemischt in einer Röhrli. Da geht dann ins Labor. Dort wird es analysiert. Wenn die Probe positiv ist, dann werden die Konsequenzen daraus abgeleitet. Da gibt es jetzt gerade im Kanton St. Gallen noch eine große Diskussion. Unsere Position ist klar. Wenn eine Pulti-Probe positiv ist, dann darf es auch nicht zur Folge haben, dass dann gerade alle 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Quarantäne oder sogar in Isolation müssen, sondern indem man einen Teil von der Einzelprobe mitschickt ins Labor, kann man dann sofort auch Nachtestungen mittels PCR-Test vorne sofort feststellen, welche Person spezifisch positiv ist und einfach wirklich spezifisch die dann in die Isolation schicken. Es darf nicht dazu führen, dass ganze Abteilungen müssen in Quarantäne, weil so eine Pulti-Probe positiv ist. Da ist noch nicht spruchreif, wir sind da sehr aktiv im Austausch mit dem Kanton. Die Selbst-Schnelltests, die der Markus Benzler gezeigt hat, da wäre aus unserer Sicht ein Game Changer. Das ist wirklich eine extrem einfache Logistik, einfach in der Anwendung.
kostengünstig, man hat sehr schnell das Resultat. Die hat der Bundesrat zugelassen, in dem Sinn für den Privatgebrauch 5 Tests kann man beziehen. Das Problem ist, die Tests sind noch nicht validiert. Also momentan ist da einfach ein Papier, man kann es noch nicht anwenden. Und wenn es dann validiert sind von Swissmedic, sind sie nicht geplant für den Einsatz bei der Betriebstestung. Auch da haben wir beim Bundesrat interveniert und werden weiter intervenieren, dass die wirklich nach den Betriebstestungen zugelassen werden. Man hat da einen Flowchart, da ist man jetzt auch seitens Kanton den Prozess ausarbeiten. Der ist auf unserer Website abrufbar, wie auch alle anderen Informationen, die ich jetzt durchgebe. Ganz kurz Finanzierung, Aufwand, Betrieb. Also Tests, Logistik sind grundsätzlich durch Bund und Kanton finanziert. Es wird natürlich auch ein betriebsinterner Aufwand anfallen. Der ist zulasten von den Unternehmen und die Unternehmen haben natürlich auch eine Informationspflicht gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Kommunikation und Information läuft grundsätzlich über die Kantone. Es sind Testplattformen angekündigt mit Informationen, mit Möglichkeit zur Anmeldung. Wir haben die wichtigste Information auf www.ihk.ch. Momentan noch wirklich stark mit dem Fokus Kanton St. Gallen. Wir sind selbstverständlich auch im Austausch mit dem Ausserrhodischen und mit dem Innerrhodischen. Dort fährt man momentan Strategie, dass man ein Pilotprojekt macht. Gerade im Appenzell Innerrhodischen ist da, ich glaube, da darf man sagen, Ueli Manser oder die Appenzeller Kantonalbank, wenn in einer Pilotphase auch involviert, auf, man muss sagen, eigene Kosten, also wo man da wirklich einen Schritt vorangeht. Vielen herzlichen Dank, Ueli. Vielleicht kannst du noch etwas dazu sagen. Ich sage noch ganz kurz etwas zu den Anmeldungen. Im Kanton St. Gallen sind die schon möglich. Das Konzept ist noch nicht final kommuniziert. Da wird die Woche erfolgen über den Kanton. Wir werden selbstverständlich auch informieren. Appenzell Innerrhod und Appenzell Ausserrhod ist man ebenfalls dran, das Konzept jetzt auszuarbeiten. Ist dort mit den Unternehmen in Kontakt und wird zu gegebener Zeit informieren. Bitte, Ueli, vielleicht hast du noch Ergänzungen. Bis zur Rechtor. Geht's, aber ich glaube, gerade auch die Erfahrungen aus erster Hand sind sehr wertvoll. Ja, besten Dank, Ueli Manser, Appenzeller Kantonalbank. Das Testing, Massentest, das Teil von der Lösung, da gefällt mir schon länger. Nur ist da der Böck ein bisschen hin und her geschoben worden und irgendwann hat es mir in den Nucki aus und hat es auch selber an die Hand genommen. Hat bei uns auch geheißen, beim Krisenstab vom Kanton, ja, ich soll noch warten, bis der Bund kommt. Und da geht mir zu lang. Darum habe ich dann im Zentrum für Labormedizin in St. Gallen das selber geklärt. Das funktioniert bestens. Ich habe am Montagmorgen bis um 8 Uhr die Anmeldung via Excel abgeschickt. Heute Morgen werde ich jetzt die Röhrli geholt mit QR-Code, mit Strichcode drauf. Heute Nachmittag haben wir dann in Anführungszeichen jedes im Einzelbüro Spucktest. Morgen gehen Test ab und morgen Abend hat jedes Mail daheim. Positiv oder negativ. Die Erfahrung vom ersten Mal von 97 Leuten haben. 9 haben nicht können testen werden oder sollten nicht, weil sie schon mal in Isolation gewesen sind, aber alles daheim angesteckt worden, Anführungszeichen. Dann haben leider bis jetzt 55 mitgemacht. Und von diesen 55 sind aber alle negativ. Wir haben es viermal aufgesetzt, 4 Wochen hintereinander. Eben heute ist es zweimal, dann eine Woche vor der Ostern und eine Woche nach der Ostern. Also insbesondere, wenn über Ostern Bewegung stattfindet, dass man möglichst schnell die Ansteckungskette könnte unterbrechen könnte. Ja, wir sind Pilot, die haben einfach gesagt, ich will mitmachen und die Kosten sollen wir gleich übernehmen selber. Da gibt es 10-mal bei 60 Proben, gibt es 10-mal Poolproben, die sie dann machen. 10-mal 132, gibt 1023. Wenn ich einen positiven hätte in dem Pool, dann würde es eben nochmal durchgetestet. Wichtig ist aber das Pool-Testing. Ich lerne sicher nicht im Betrieb bei uns da das Spuckzeug zusammen und mache da noch irgendeine Anweisung, sondern das passiert im Zentrum für Labormedizin. Wir schicken alle dort ab und die nennen den Teil, lerne ich zusammen. Und wenn es einen positiven hätte, dann testen sie zuerst die 6 nochmal durch, weil ich will nicht einen halben Tag oder einen Tag in einem gewissen Team in Unruhe, hat es positive oder sind das ganze Team positiv etc. Also so machen wir es heute oder morgen, haben wir dann die zweite Erfahrungswelle oder zweite Erfahrungsinformation. Und mein Wunsch ist, dass ich dann möglichst schnell ein bisschen mehr mitmache. Ich habe da noch nicht ganz Verständnis, dass es gerade 65% mitmache. Bis jetzt ist es freiwillig oder ist freiwillig und bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber die Erfahrung, dass wir gerade mitgemacht haben, proaktiv Zentrum für Labormedizin Dr. Zimmer in St. Gallen, ist unsere Ansprechperson, begleitet uns bestens. Angeschlossen.
Vielen Dank, Jan, für die Ausführungen. Vielen Dank, Ueli Manzer, für den Erfahrungsbericht. Da bin ich jetzt, da freut mich sehr. Einerseits ja, und gratuliere, Ueli, dass du proaktiv sagst, da mache ich mit, oder? Ich will selber das Heft in die Hand nehmen und den Prozess aufgesetzt. Du hast jetzt auch zwei zentrale Erkenntnisse, wo wir weiter im Prozess werden aufnehmen. Wir sind ja mit dem St. Galler Gesundheitsdepartement vor allem auch dran. Und das ist gerade, wo lernt man die Probe zusammen? Und wie ist die Reaktionszeit? Ich glaube, genau solche Erfahrungen sind jetzt entscheidend, damit man die Teststrategie auch erfolgreich über die Rampe bringen. Da damit, wir haben 5 Minuten Verzögerung schon. Das ist jetzt aber ganz wertvoll gesehen. Der Jan Riss ist gerade insbesondere für weitere Fragen im Zusammenhang mit der Teststrategie im Call und beantwortet Fragen. Haben wir letztes Mal auch so gemacht. Ich glaube, das ist uns wirklich ganz ein zentrales Anliegen, weil nochmal einführen, dass wir durchgeimpft sind, erst im Herbst. Bessere oder Überraschungen, positive sind, nehmen wir gerne entgegen. Unser Ziel wäre, dass wir in Zukunft Ostschweiz Mitte November uns alle zusammen wieder in der Bulmenhalle treffen können. Unseren grossen Anlass, Zukunft Ostschweiz. Aber vorab schauen wir schnell auf die nächsten Anlässe. 6. April 16:30 mit dem Simon Evenet, Professor an der Uni St. Gallen. Die Schweiz und die Zukunft des globalen Handels auf Englisch, zusammen auch mit Avenir Suisse, unbedingt hören Sie drehen. 28. April, Professor Matthias Sösch in St. Galler, an der Uni Zürich den Lehrstuhl hat, und der Professor Christoph Frey, Uni St. Gallen. Was für ein Verhältnis wollen wir mit Europa, unserem grossen Nachbar, Handelspartner? Wir wissen alle, die Verhandlungen ums Rahmenabkommen sind anspruchsvoll, sind schwierig und der Gegenwind ist gross. Drittens, Exportdialog digital, Marktexpansion in Deutschland, ein Webinar mit dem AGV Rintel und SGI, 18. April. Und der Softurban Business Lunch, unser Treffpunkt mit den AGVs, Präsidenten, Vorstandsmitglieder von den AGVs am 4. Juni. Ich hoffe sehr, dass wir euch begrüßen in St. Gallen. Wir hoffen, der will noch das Beste. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass Sie dabei gewesen seid. AGV in den Regionen für einmal St. Gallen. Wir wünschen ganz einen schönen Tag, erfolgreichen Tag. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ade miteinander und ciao miteinander.